Uff. Oh. Entweder gemachte oder natürliche Brüste. Gemacht ist doch hier, oder? Also ich finde gemachte Brüste ehrlich gesagt einfach schöner. Solange sie nicht irgendwie zu groß sind und auf jeden Fall zum Körper passen. Sind die mit den kleinsten Titten geht hier. Die hängen nicht, die sitzen gut, man braucht nicht so viel BHs. Ich finde es einfach viel schöner. Ich sag mal so, gemachte Brüste haben mehr Potenzial, gut auszusehen. Hast du gemachte Brüste, Bruder? Entweder die Eltern beim Sex erwischen oder von den Eltern beim Sex erwischt werden. Oha. Alter. Das ist natürlicher irgendwie. Ja. Safe. Elternsex, hallo. Nein, ich meine. Dazu möchte ich sagen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Well. Das ist beides nicht so geil, ne? Ich find's schlimmer, meine Eltern zu erwischen. Ja, ich auch. Ja, safe. Also, ich weiß nicht. Ich fände es jetzt nicht so schlimm. Wartet mal. Hey. Yo, wir sind bei Love Island. Und wir sind im Fernsehen. Eure Eltern schauen zu. Ich will sehen, was ihr sagt, wenn es soweit ist. Entweder Blümchensex oder 50 Shades of Grey. Oh, ich weiß nicht, Mann. Soll man dazu noch sagen? Oh nein, ich glaube nicht. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja, das ist zu hart, das bin ich nicht. Und da steht Blümchensex. Muss man mal schauen, wie das Ganze in Zukunft aussehen wird. Entweder Bad Boy oder Gentleman. Gentleman. Safe. Ja. I'm going for the good heart. Das Ding ist halt, ja, ich stehe leider auf Bad. Ich hab echt meiner Intuition so gefolgt und ich bin bei Bad Boy gelandet. Mal wieder. Ich wollte mich eigentlich komplett ändern und so meinen ganzen Geschmack. Jetzt denken die anderen, safe irgendwie, ich stehe doch auf Bad Boys. Also ich denke, die Mischung macht's. Ja, ich wollte sagen, so die Mischung macht's, ne? Ja. Bisschen Bad Boy, aber auch Gentleman sein. Ich hab aber Adriano eigentlich erzählt, dass ich keinen Bad Boy mehr möchte. Ja. Ja, vielleicht muss ich da noch mal was klarstellen, ne?